Und herzlich willkommen zurück auf meinen kleinen bescheidenen Kanal. Heute gibt es kein Battlefield Stream, Video oder sonstiges über Battlefield. Nein, heute spielen wir Days Gone. Ich habe das Spiel noch nicht angefangen. Ich möchte das mit euch zusammen erleben und zusammen Spaß haben. Und mal gucken, wie es wird. Mal gucken, wie es ist, das Spiel. Ich habe natürlich schon einiges darüber gelesen und doch schon etwas gesehen. Ich glaube, das hat jeder von uns. Und so wie das aussah, wird das doch ziemlich viel, sehr viel mit Zombies zu tun haben. Also wirklich sehr viel. Spaß am Rande. So, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt Spaß dabei am Zuschauen. Und ja. So. Was ist das denn? Ein neues Ladesymbol, beziehungsweise ein anderes. Sonst sehe ich immer ziemlich oft die Ladeschnecke von GTA. Apropos GTA, also das Laden hat doch ziemlich Ähnlichkeit. Und ich bin wirklich gespannt, also die Bilder, die ich da gesehen habe. Das war echt nicht schlecht, nicht schlecht. Und es ist auch für mich, also es gibt natürlich viele Zombie-Spiele und also, ja, aber das jetzt ist für mich auch etwas ganz Neues. Also nicht nur für mich, glaube ich, auch für die Leute, die das jetzt selber spielen. Ah, sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Jetzt, kleine Schwester. So dämlich, es war dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Lauf. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht, sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien! Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sisse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Boozer, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Was ist denn schlimmer als ein Zombie-Apokalypse? Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jack. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen.
Kommst du? Nein. Ist wieder das Ladesymbol. Yay! Aber ich frage mich gerade ehrlich, was ist denn schlimmer als eine Zombie-Apokalypse, wenn man sagt, ich habe schon Schlimmeres überlebt? Ja gut. Ne, fällt mir jetzt gerade nicht so spontan nichts ein. 2 Jahre. Nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Mann, die sieht ja richtig Everest. Gut aus. Everest, hey. Everest, was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon! Er war's. Sehr milde ausgedrückt, aber ja, irgendwo hat er ja recht, ne? Feeling ist schon echt gut gemacht. Also, ich muss ein Motorrad fahren. Also, ich kann nur. Ja, was heißt das jetzt? Ja, also, ich fahre selber kein Motorrad. Bin ich auch noch. Doch, einmal bin ich selber auf dem Motorrad gefahren, aber das ist etwas leer. Aber so wie. So wie. Scheißkerl! Getroffen! Warte, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Kommt das schon ganz gut? Ja. Donutzahl, das ist. Darum später. Gib mir Deck, alles klar. Die erste Partei. Ich freue mich. Er ist da lang. Na los. So, drücken Sie R3 und die.
Überlebensansicht zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe werden Hinweise und andere Informationen über deine Umgebung sichtbar. Okay. Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Kreis zum Kopf. Kein Deal mit Copeland. X ist nein, zum Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich abkommen. Hey, hey! So. Verfolgen. Hinweise. In der Überlebensansicht. Achso, Entschuldigung, pardon. In der Überlebensansicht vibriert der DualShock Wireless Controller, wenn deine Kamera in Richtung eines Hinweises zeigt. Näherst du dich den Hinweis, nimmt die Vibration zu. Entfernst du dich davon, nimmt sie ab. Warte, warte, halt. Moment. Scheiße. Okay. Mal sehen. Gut. Hätte ich das Spiel vorher angespielt, hätte ich Vibration anmachen müssen. Okay. Das ist jetzt natürlich blöd. Aber, ach, so geht's auch. Warte, 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 hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch, ja. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Sieht doch, ey, sieht doch ganz gemütlich hier aus. Fuck. Alles klar, Bruder? Ja, ja, ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheiß Kerl. Mir geht's gut, Buser. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los! Ah. Oh! Pack. Parkbesucher. Ich such ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte doch. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen, Leon? Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie sich wohl anfühlt. Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein. Bitte. Ich hab's hier. Hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Die Frage lasse ich jetzt. Du verdammter Lügner! Was würde ich denn? Tu es! Er hat ja gerade eben anscheinend eine gute Freundin von den beiden. Einfach auch so da sitzen lassen. So verletzt und. Hat auch sie wahrscheinlich geschlagen. Und Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Ja.
Also, ich hätte es halt so gemacht, ich hätte ihn da einfach sitzen lassen. Mit der offenen Runde. Das Richtige getan. Weil der Schuss ist ja doch noch eine Rettung. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. Dazu wirst du halt noch. Ja. Kannst du in Würde sterben, sagt man ja. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Da kann ich was draus machen. Zeigt der hier schon was an, oder? Okay. Auf jeden Fall was. Wegen so der Medizin schon. Okay. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und er. Ja. So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Hm. Okay. Sprint. Alles klar. Ausdauer. Ja. Oh, der verliert aber ganz schön schnell. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringen Tucker ein bisschen Beute vorbei. Ich glaube, wir einfach mal durch. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Wie lange das dauert, um das wieder aufzuladen? Nicht wieder die ganze Nacht. Hm. Lädt aber zügig wieder auf. Dann geht das ja. Scheiße, ich muss fitter werden. Was ich mich gerade gefragt habe, war, wir haben ja jetzt so ein dreckiges Tuch auf dem Boden auf diesem Boden. Schauen wir mal, ob wir was von Leons Bike verwenden können. Aufgehoben. Aber der hat ein rotes. Nein. Tuch? Was? So eine Scheiße. Hinten in der Acht. Ist wohl die Benzinleitung oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Hätte auch das nehmen können, oder Bike nicht? Holen? Ach, vergiss es. Ah. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Ah. Nein. Hau. Ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ah, okay. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So, morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Hm, einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege freizuräumen oder zum Blockieren. Halten Sie vier gedrückt, um diese zu schieben. Bereit? Ja. Schieb! Okay.
Such sie! Ja. Was sagst du jetzt? Komm schon. Zack. Noch ein. Drücke R2 für einen Nahkampfangriff. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mach schon. Wir haben es fast. Eiskalt, einfach hallo. Kann man die nutzen? Nee, ne? Schade. Wieder aufsetzen. Weiter geht's. Wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Aber solche Leute, die irgendwas in den Weg stellen und auch versuchen, um an Ressourcen ranzukommen, die werden. Mist, wie soll das gehen? Bestimmt öfter haben. Gib mir die Schrotflinte, ich gehe vor. Definitiv. Ich spiele jetzt mal Kammerjäger. Dieser Kontrollpunkt war wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Ja, das hat Ihnen echt geholfen. Da sterbe ich lieber bei den scheiß Pionieren. Ja. Ich habe ja nichts. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Was dachten Sie denn? Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Beschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Riechst du das? Scheiße! Da! Los, weiter! Warte mal, wie viele Molotows hast du noch da? Das machen wir auf dem Rückweg, lass es! Lass es am Arsch. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. So ist es wohl. Wie gesagt, ich spiele jetzt Kammerjäger. Ich glaube, er ist tot. Ach, das Zombies, die sterben nie. Denk an meine Flinte. Ja. Okay. Du willst wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dorthin zu fahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass du tot bist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Ey, lass es einfach. Das war irgendwie gerade klar. Ich dachte mir schon sowas. Mehr Beute. Ach. Anscheinend, wenn man nur über die Personen, sag ich jetzt mal nett, rüberklettert, dann kann man das auch machen. Dann blutet er automatisch. Das ist gut. Da kommst du mit deinem Bike nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Hab doch.
Sonst gerne. Oh, hoppala. Alter, Alter. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Oh, das war... Ups. Weig nicht durch! Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Alles klar. Leuchte da einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Dich kann ich brauchen. So. Das hab ich beides. So. Jetzt aber. Check. Ach, die schönen Sneakers. Falls er welche anhat. Zack. Auch mit aufgehoben. Das ist schon mal gut. Hier haben wir noch was. Das bringt uns hier gerade nichts. Ach doch. Achso. Zum Wegschieben oder Viereck. Scheiße. Scheiße, das war nicht der Plan, verdammte Scheiße! Also ich vermute jetzt einfach mal ganz stark, die Autos, die noch ja, diese roten Blinklichter haben oder leuchten, wie auch immer, die sind halt noch mit einer Diebstahlsicherung aktiv. Oh Scheiße, mehr Freaks! In der Spielwelt halt wirklich auch noch so geben kann mit irgendwelchen größeren Gegenständen. Wahrscheinlich. Die ausgelöst und dann hat man halt solche Probleme hier. Hier haben wir den nächsten Tunnel, oder? Auch nicht. Schade. Noch ein Nest. Ja. Man riecht's. Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Na. Das haben wir gleich. Hm? Wo ist denn der Molotow? Überlebensrad öffnen. Medizinische. Doch blöd. Ziemlich. Tut mir jetzt echt leid, aber ich krieg das gerade nicht geschissen auf gut Deutsch.